Hallo ihr lieben Schreckgespenster und Horrorfreunde und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil 2 Leon im B-Szenario. Hi 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 ho, wo wollen wir hin? Wir haben ja eine wunderschöne Duftekarte von dem Polizeirevier. Wir wissen, dass wir nicht viele Schlösser öffnen können. So, das ist natürlich uncool. Aber was wir machen können, wir könnten nach unten laufen. Problem ist nur, unten im Flur wissen wir, da sind viele Zombies. Das heißt, das wird jetzt lustig. Aber wir haben abgespeichert. Wir rüsten das Schrotgewehr aus. Wir haben auch schon Mr. X kennengelernt. Die alte Dampfwalze. Und das kann man sogar wörtlich nehmen. Ist ja wirklich eine Dampfwalze, der Typ. So. Dann. Oh, wie geht's? Ah, warte mal. Ah, nee, wir können ja da gar nicht lang. Ich hatte jetzt gedacht, aus der Haupthalle links in die Tür rein. Aber das kannst du ja auch vergessen. Dann, die Tür ist ja abgeschlossen. Das hätte uns natürlich so einen kleinen taktischen Vorteil gebracht. Weil wir jetzt, wenn wir durch die Tür gehen, von links und von rechts angegriffen werden. Aber ich würde sagen, wir machen die Taktik durch die Tür. Gucken, dass wir so viele Köpfe runterholen, wie es geht. Drehen uns rum. Problem ist, der Leon braucht dafür immer, ne? Also das heißt, zu nah dürften die nicht sein. Das heißt, es muss jetzt alles ein bisschen zack, zack gehen. Weil wenn die Rübe runter ist, stehen die natürlich nicht mehr auf. Ist klar, dann sind die auch, wenn wir wieder reingehen in den Korridor, sind die weg. Und dann werden wir das Feld schon lichten. Weil wir wollen Munition sparen. Und wir wollen es hier nicht schlimmer machen, als es ist. Die Frage ist nur, glückt uns das? Ich bin zwiegespalten, aber wir gehen durch die Tür. Ich würde sagen, wir halten hier zuerst rechts rein, weil die sind am nächsten. Und rumdrehen. So, dann haben wir gesehen, der hier links, der ist auch ziemlich nah. Den holen wir auch schon mal direkt weg. Ja, ich weiß, das ist hier ein bisschen... Ja, mogeln ist es ja nicht. Wir verschaffen uns einen Vorteil. So, der ist jetzt auch weg. Dann kommt der eine Onkel hier vorne uns näher. Und dann müssten wir genügend Zeit haben, uns dem Rest anzunehmen. So, das ist jetzt hier meine Strategie. So, jetzt könntest du mal ein bisschen näher kommen. Hier ist das Vögelchen. Sehr schön. So, jetzt können wir uns hier hinstellen. Auch hier, gucken Sie bitte in die Kamera. Und da ist das Vögelchen. Sehr schön. Na. Nein, nicht prüfen. Ja, ich prüfe gerne, ist mir mal aufgefallen. Ich möchte verbinden. Aber ich muss sagen, so, wenn die Rübe runter ist, halten die sich noch ziemlich lange auf die Beine, oder? Können wir mit jemandem telefonieren? Können wir nicht. Also E.T. kann nicht nach Hause telefonieren. Können wir die Tür aufschließen? So, sie haben das Schloss geöffnet. Können wir. Sehr schön. Dann haben wir da auch da einen Shortcut in die Halle. Wo wir wissen, dass die ja sicher ist. Da hinten ist ein Heilkraut. Hui, da ist ein Zombie. Da könnten wir aber... Oh, Moment. Mit der Pistole aufräumen. Denn Schrotgewehrmunition wird noch gebraucht. Er blutet sehr schön. Und ich habe eine Schüssel abgelegt. Ja, jetzt fällt es mir ein. Hinten in der Ecke, meine ich, ist eine Schublade, ne? Ich wusste es, aber. Ich nehme das Heilkraut mit. Ich wusste es. Jetzt gerade, wo ich in dem Korridor stand, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. So, können wir uns was zu trinken reinpfeifen? Können wir nicht? Toll. Kannst doch nicht aber trinken. Was für einen ersten Arbeitstag hat sie hier, wa? Okay, das war dann doch nicht hier. Aber hier ist irgendein Korridor, da ist ein Schreibtisch in der Ecke. Da drin sieht nicht sehr nützlich aus. Okay. Mal gucken, wo geht's denn hier lang? Ah, ich muss weg. Verhörräume. Licker.
Freude. Ach, jetzt red kein Blech. Ach nee, oje, mene. Obwohl, der einen Verhörraum können wir theoretisch noch gar nicht rein. Denn wir brauchen dafür ja einen, ich habe keine Ahnung was für einen Schlüssel. Braucht man, ich glaube, Karo war das, ne? Ich glaube, ja. Herz ist rot, muss Karo sein, den haben wir ja noch gar nicht. Aber ich glaube, hier geht uns wieder so ein Pinsel auf den Pinsel. Oder kommt das später? Oh. Da auch wieder Red Rum. Anspielung an Shining hatte ich ja schon bei Claire gesagt. In Spiegelschrift und das bedeutet eigentlich Mörder. Okay, einmal ein rotes Kraut. Lassen wir aber noch stehen. Da hinten haben wir eh den Schlüssel nicht für. Wir gehen mal hier ins Spiegelzimmer. Also ins Abhörzimmer. Das weiß ich nicht. Ist ja ein Licker. Ich wusste es. Sollen wir die mal anhusten? Kommst du her? Ja, du könntest jetzt mal an dem Stuhl nicht mehr festbacken. Ich will ja auf dich schießen. So, 3 Schuss, sehr schön. Oh. Also die Licker haben ja bei Claire gar nicht so viel Damage gemacht und eigentlich hatten wir gar nicht so viele Probleme. Ich weiß nicht, warum mir bei diesen blöden Viechern so derbe die Düse geht. Ich muss sagen, im zweiten Teil des Remakes sind die viel gefährlicher. Die sind viel agiler, die sind wirklich ganz unangenehm. Das hat aber nichts was mit dem Remake zu tun, denn das Gefühl bei den Lickern hatte ich vorher schon. Das ist auch bei den Huntern so. Die sind aber eigentlich, sind die handelbar, aber die haben halt diesen One-Hit-Kill drauf und der ist halt wirklich, und ich glaube, das ist es. Und das Design, klar, das Design ist wirklich ekelerregend. So, was haben wir hier? Haben wir das irgendwas, ein Spiegel, ein Zauberspiegel, ein Zauberspiegel. Hat nicht bei Claire da irgendwas gelegen? Sind wir jetzt hier umsonst? Da ist nichts, bla bla bla. Natürlich im anderen Raum ist was, aber da kommen wir ja nicht hin. So, hier ist eine Kaffeekanne. Können wir auch nichts machen. So, was haben wir hier? Pistolenmunition. Ja, das ist wunderbar, aber ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass wir hier irgendwas finden. Wieso finden wir nichts? Wegen Pistolenmunition habe ich jetzt den Licker hier weggeholzt, oder wie? Oder was? Nee. Oh, jetzt regt auch kein Blech. Ja, das da drüben, was ist das, wusste ich ja. Aber Claire hat doch hier vorne was auf der Ecke gelegen. Also wenigstens ein Dokument. Also für 15 Schuss Pistolenmunition habe ich 3 Schuss mit dem Schrotgewehr geopfert. Aber ich suche jetzt hier wirklich alles ab. Ganz Resident Evil typisch. Lauf an der Wand vorbei und drück permanent X. Nur ist nix. Schön. Ja, hat sich voll gelohnt. Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Ha. Die Tür dürfte nicht aufgehen. Sie ist verschlossen. Kreuz. Ja, ja. Könnten wir mitnehmen, das rote Kraut? Nehmen wir auch mit. Soll ja nicht ganz umsonst gewesen sein. So. Aber das ist jetzt die Frage. Wo geht's jetzt weiter? Ich überlege.
Aber wir kommen nicht rüber. Da oben kommen wir auch noch nicht hin. Ah, ich habe gerade keine Ahnung. Ach, wir irren einfach mal planlos durchs Haus. Ist doch auch was. Ich glaube, wir könnten versuchen, hinten die Tür mal aufzumachen, aber die dürfte nicht aufgehen. So, verschlossen. Ein Karo. Ja, ja. Das hatte ich mir schon gedacht. Okay, hier passiert wirklich nichts. Ha. Da. So, wir gehen nochmal zurück. Okay, stimmt. Moment, wir hatten ja... Nee, das war nicht hier, ne? Das war woanders. Nein, hat man nicht hier. Okay. Das hatte ich aber gerade gedacht. Wir könnten unter Umständen versuchen, mal hier durch die Tür zu gehen. Vielleicht ist er mittlerweile hinten auf oder irgendwas hat sich hier getan. Das kann sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum laufe ich hier vorne immer vors Geländer? Ich weiß es nicht. Es zieht mich magisch an. So, elektronisch verschlossen. Ja, ja, muss ich nochmal prüfen. Natürlich nicht. Hat sich auch nichts geändert. Ah. Oh. Da werden wir auch nichts machen können. Können jetzt abspeichern. Bringt nur nichts. So. Wir haben hier oben den einen Raum, wo der Hubschrauber abgestürzt ist. Und da können wir rein theoretisch rein. Das Problem ist aber, dass wir dafür eigentlich was anderes bräuchten. Aber es kann sein, dass wir dort auch rein müssen. Weil wir etwas finden und später nochmal da rein müssen. Weil wir hatten den Raum ja mit den Juwelen, wo man in die Fassungen die zwei Juwelen einsetzen mussten. Und dann hat ja dieser Brustkorb geöffnet. Jetzt ist die Frage, ist das hier auch so? Ich weiß, dass wir mit Leon rein müssen. Ich weiß nur nicht, ob wir da zweimal rein müssen, weil das ist jetzt der einzige Raum, wo wir noch nicht waren, wo wir aber eigentlich hin könnten. Hm. Ja, ja. Wunderbar. Ich glaube, ich habe jetzt unten ein grünes Kraut stehen lassen, ne? Das ist aber nicht schlimm. Wir schmeißen hier die Sachen mal rein. Wir kombinieren auch noch nicht, das machen wir später. Den Revierschlüssel... Das lassen wir so alles so im Inventar. So, wir gehen mal ganz kurz durch die Tür. Wir bleiben jetzt einfach mal ganz ruhig hier stehen. So, knallen. Die Licker weg. Also, Mehrzahl, es war nicht einer, es waren mehr. Okay, und wir haben jetzt nur noch 4 Schuss. Wow! Wow! Aber wir haben das Feuerzeug schon, sehe ich jetzt gerade. Okay, fällt mir jetzt... Super, wie gründlich ich mich ja vorbereite. Wir haben das Feuerzeug ja schon. Ha! Na, sehr schön. Das heißt, dass wir rein theoretisch das Rätsel sogar schon lösen könnten... Hier mit Bube, Dabe, König und der Dingens gibt Gas oder sowas. König, nee, doch, König, Dame, Bube und der Dingens drückt auf die Tube oder irgendwie sowas war das doch, ne? So, was haben wir hier? So, sagt er nichts. So, wir haben den Raum. Und da wir bei Claire... in diesem Raum ohne Trouble durchgekommen sind, befürchte ich, dass wir jetzt hier mit Leon nicht so viel Glück haben werden. Was haben wir da? Schrotgewehrmunition. Das ist natürlich mal richtig schön von Vorteil. So. Da sah ich doch nicht, nee. So, wir halten uns hier mal eben außen. Auf dem Gral ist nichts Nützliches, ja, ja. Ja, ja. So, da blinkt was. Das ist ein Schlüssel. So, in diese Fassung können wir noch nichts einsetzen. Das kann sein, dass wir wirklich zweimal hier hin müssen. So, wir haben nicht unten die Keycard. Jetzt können wir unten auch im Eingangsbereich... Oh.
im Eingangsbereich die Tür öffnen. Wir laufen. Ja! Da brat mir doch einer am Storch. So, und wir holzen den um. So, da war ja ein Idee. Ah, das ist doch hier. Du Halunke. Hat er uns eine gegeben. Warum der jetzt der eine Schuss daneben gegangen ist, weiß ich auch nicht. Hier weiß er manchmal nicht, muss er auf den Boden schießen oder geradeaus? Je nachdem, wie nah der steht, muss er auf den Boden schießen. Aber je nachdem, wie weit er weg ist, einfach geradeaus. Egal. Ein Schuss daneben gegangen, aber ist geschenkt. Wir sehen es gerade schon wieder, der machen gar nicht so viel Damage. Aber wenn wir den jetzt nicht erledigt hätten und wir jetzt einfach hier rausgelaufen wären, hätten wir, wenn wir hier nochmal zurück müssen, Trouble gehabt. Jetzt ist er erledigt. Und ja, diese Kameraperspektive hat auch schon bei Claire bei mir ein Unbehagen ausgelöst. Ich denke mal, euch ist es aufgefallen. Weil die ist ja nicht ohne Grund gewählt. Das soll ja auch eben Erwartungen schüren und dann passiert nichts. Und dann ist es gemein, dass es dann im zweiten Anlauf dann doch passiert. Das ist ja eben der Horror, dass du... Auch in Filmen zum Beispiel wirst du ja immer so ein bisschen auf den Arm genommen. Du rechnest mit etwas und es passiert nichts. Und wo du nicht mit rechnest, wird dir voll was um die Ohren gehauen. Aber das gehört eben zum Horror dazu. So muss es sein, so ist es schön. So, wir hauen hier nochmal ein paar Sachen raus. Obwohl, doch, wir legen mal... Moment, nee, das machen wir anders. Das machen wir doch anders. Nee, so. Pass auf. Wir gehen hier durch die Tür. Dann schmeißen wir uns erstmal unten ans Terminal. Was soll man denn hier oben was in die Truhe schmeißen, wenn wir das auch unten können? Und was ich halt schön finde, ist, dass man eben hier dieses Erkunden eben eher jetzt hier von der rechten Seite des Polizeireviers aus macht. Und nicht, dass das so dann verbunden wurde, dass man quasi eigentlich denselben Ablauf hat, wie man es bei Claire hatte. Also hier muss man sich die Sachen etwas anders zusammenklamüsern. Und das finde ich cool. Das finde ich echt richtig schön. Das finde ich richtig gut gemacht. Weil einfacher wäre es für die Programmierer gewesen, einfach zu sagen, okay, wir nehmen zwar einen anderen Weg, aber dann machen wir den Ablauf gleich. Aber das wäre halt eben wiederum das Langweilige. Und das haben die hier nicht gemacht. Also ich sage, der zweite Teil macht so viel richtig. Ich bin hellauf begeistert, immer noch mit absoluter Begeisterung dabei. Ich denke mal, man merkt es auch. So, die Tür ist auf. Und die da oben auch. Na, herrlich. So, dann will ich mal, mal eben, wo wollen wir hin? Ist jetzt die Frage, wo gehen wir zuerst hin, ne? Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier erstmal zur Truhe. Schmeißen ein paar Sachen raus, nehmen ein paar Sachen mit. Dann haben wir ja hier die Schublade, genau. Da können wir den Schlüssel schon mal einsetzen. Gut, dass wir da die Truhe haben. Das machen wir auch noch. Ui, wieso machst du denn hier? Okay, warte mal. Nee, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd. Dann nehmen wir die Pistole. Ich hätte jetzt beinahe kostbare Schrotgewehrmunition verballert. Okay, wir gehen nochmal raus. Wir gehen nochmal raus. Du kannst mir doch mal den Buckel runterrutschen. Da steht dann noch ein anderer Heini. Und der sah aus, als wenn er mehr vertragen könnte. War nicht der Standard Resident Evil 2 Horror-Zombie. Aber mir ist auch neu, dass hier zwei Kumpanen rumhängen. Obwohl, ist ja kein Safe Room, ne? Also... Soll ja hier auch nicht sicher sein. Aber die haben jetzt hier auch die Position gewechselt, die zwei. Aber da sind die ganz kreativ. Jetzt schmoddert der kreativ den Boden voll. Wer macht die Sauerei weg? Okay. Nee, ist einfach ein anderer Zombie gewesen. Auch das Zombie-Design finde ich... Nicht finde ich, sondern ist viel abwechslungsreicher. Der erste Teil war da ja so ein bisschen eintönig. Hier hast du wirklich viele verschiedene Zombies. Am besten finde ich auch noch die Techno-Uschi. Mit bauchfreiem Top. Hui, da ist noch einer. Hallo. Kommen Sie bitte her. Auch für Sie haben wir etwas zum Spielen. So. Und er blutet. Sehr schön. Und 5 Schuss ist ja eigentlich ganz manierlich. So, Schublade. Ach ja, stimmt, aber wir müssen ja erst eine Schlüssel holen. Stimmt. Stimmt. Äh.
das machen wir jetzt auch noch. Wir nehmen den Schlüssel und dann geht's auch schon langsam in die Richtung, wo wir das Outfit wechseln können. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir auch hier mit dem Leon machen. Aber der Leon findet, soweit ich mich entsinnen kann, sogar zwei Outfits, ne? Einmal hier Gangster-Leon und einmal Rocker-Leon. Irgendwie war da was. Der hält ja die Pistole auch anders. Hier wie so ein Original Gangster. So, was haben wir hier? Polizeimemorandum, das hatten wir auch schon. Bla bla bla. Wenn ihr euch das durchlesen wollt. Okay, 2236 hat man ja schon. Ist ja alles schon erledigt. So, wir haben Farbband noch im Inventar. Genau, dann würde ich sagen, machen wir es so. Wir gehen in die Empfangshalle. Und dann wollen wir doch so langsam mal Richtung Safe Room mit dem Fotolabor. Und mal uns in Schale werfen. Aber bevor wir das machen, hauen wir hier nochmal in die Taste. Oder in die Tasten vielmehr. So, Schreibmaschine wollen wir natürlich, klar wollen wir das. Obwohl, wir hätten jetzt auch theoretisch den Fahrplan sparen können. Aber wisst ihr was? Wir lassen uns nicht lumpen. Wir hauen hier auf den Humpen. Es ist jetzt das vierte Mal speichern. Ne, das dritte Mal speichern, wenn ich richtig zähle. Das dritte Mal speichern. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Dritte Folge, drittes Mal gespeichert. Sollte passen. Ich will hoffen, ihr schaltet auch in der vierten Folge ein. Es geht spannend weiter. Ding Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.